Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und worum wird es heute gehen? Heute werden wir uns wieder mit einer Infektionsmethode auseinandersetzen, und zwar mit dem klassischen Hijacking. Und wenn du wissen willst, was damit auf sich hat, dann bist du hier genau richtig. By the way, mein Name ist Sven Ruppert, ich komme aus der Region Braunschweig, bin Developer-Advokat für JFrog und wie du siehst, bin ich diesmal nicht im Wald unterwegs, sondern ich bin in den Dolomiten unterwegs und dementsprechend werde ich dich in den nächsten paar Videos hier ein wenig mit auf die Reise in die Berge nehmen. Und ja, übrigens, wenn du zuerst mal auf meinem Kanal bist, dann ein ganz recht herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Es ist mir wirklich eine Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Und denk dran, falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch bitte meinen Kanal und wenn dir das Video gefällt, gib mir einen Daumen hoch. So, und jetzt wollen wir anfangen. Ja, die erste Frage, die sich stellt, ist, warum ist Hijacking eigentlich so gefährlich? Naja, Hijacking ist deswegen so gefährlich, weil es meistens eben auf ganze Projekte abzielt, die hoffentlich eine große Verbreitung haben. Und wenn so ein Projekt, sagen wir mal, nicht mehr unter der Kontrolle des jeweiligen Maintainers steht, sind meistens auch die Social-Media-Kanäle betroffen. Das heißt, auch der Informationsfluss ist da sehr stark eingeschränkt. Und das ist etwas, was die ganze Sache natürlich gefährlich macht, weil dann teilweise auch gar nicht mehr möglich ist, darüber zu informieren, dass etwas schiefläuft, weil eben die üblichen Kanäle dann auch nicht mehr zur Verfügung stehen. So, das ist eine Sache, die eben das Hijacking sehr gefährlich macht. Und ja, jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, sag mal, was ist das Hijacking und welche Variationen gibt es davon? Ja, und was ist Hijacking? Hijacking bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ich die Kontrolle über ein Projekt übernehme, also das Hijacking an sich. Und das kann relativ breit um sich ziehen. Also es kann sehr, sehr massiv sein. Das heißt also nicht nur das Open-Source-Projekt an sich, sondern oftmals geht es eben über die Social-Media-Accounts der Maintainers. Und das ist, was ich eingangs sagte, eben dann auch der gefährlichste Weg, weil ich dann eben auch den gesamten Kommunikationsstrang abgeschnitten habe. So, wie läuft das? Man versucht also irgendwo bei den typischen großen Anbietern von Facebook, Twitter, Google, was auch immer, so einen Social Media Account zu übernehmen und mit diesem Social Media Account sich dann Stückchen für Stückchen mit diesem Single Sign-On oder mit diesem Authorized über Mechanismen Zugriff auf die jeweiligen anderen Ressourcen dieses Projekts zu erlangen und ja, kann dann natürlich, sagen wir mal, nach und nach dieses gesamte Projekt abschotten. Je nachdem, wie die Struktur ist oder wie schlecht so ein Maintainer eben seine Social-Media-Accounts dann auch abgesichert hat, ist das eine Sache von ein paar Minuten, wenn man denn das initiale Passwort oder den initialen Account da herausgefunden hat. Wie man an diese Accounts kommt, das ist wieder was anderes. Das sind also, was ich, über Phishing oder schlicht und ergreifend über, sagen wir mal, Passwort raten, Passwort kaufen und so weiter und so weiter. Also das normale Übernehmen dieses Accounts. Aber das Ziel hier ist wirklich, die Social Media Accounts oder diese Authorization Accounts dafür zu benutzen, dass man eben an die finale Struktur herankommt, zum Beispiel an das jeweilige Git Repository. Ja, und wie kann ich natürlich noch die Kontrolle über ein Projekt bekommen? Das ist, wenn ich zum Beispiel anfange, Code-Kontributionen vorzunehmen. Das heißt, ich füge dem Code Merge-Requests hinzu, ich füge Funktionen hinzu und kann so anfangen, nach und nach Kontrolle über das Projekt zu erlangen oder eben mehr oder weniger dieses Projekt eben umzubauen. Das kann auch sein, indem ich zum Beispiel alte Projekte benutze, die keinen Maintainer mehr haben und ich anfange, dieses Projekt zu maintainen, dann übernehme ich nach und nach, ich bekomme die Rechte sogar, weil hey, da hilft mir jemand beim Open-Source-Projekt, der hat ein paar Bugfixes gemacht, ich habe selber keine Zeit mehr und schon hat jemand Kontrolle über das Projekt, bei dem man eigentlich, ja, von dem man das eigentlich nicht haben wollte. Aber es fängt dann wirklich teilweise an mit ganz normalen Code beisteuern, Bugfixing, Dokumentation ein bisschen auf Vordermann und, um eben immer mehr ja, Zugriff auf das Projekt zu bekommen. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz andere Variante. Ich hijacke mein eigenes Projekt. So, was auf den ersten Blick natürlich ein bisschen merkwürdig sich anhört, hat aber damit zu tun, dass man zum Beispiel jetzt, seitdem wir, sagen wir mal, die Auseinandersetzung im Osten Europas haben, dass man sieht, dass zum Beispiel Leute politisch motiviert ihre eigene Plattform benutzen, um etwas zu machen. Ein sehr bekanntes Beispiel ist, dass jemand hingegangen ist und hat seine Library, die sehr stark verbreitet war, derart manipuliert, dass sie auf russischen und belarussischen Rechnern zum Beispiel
Beispiel nicht mehr richtig funktionierte. Dafür gibt es einen extra Namen, das nennt sich dann Protestware. Das heißt, jemand hat eine Intention, um auf irgendwas aufmerksam zu machen oder irgendetwas, ja, ins Rampenlicht zu rücken, wie auch immer, und hijackt sein eigenes Projekt. Er missbraucht sozusagen sein eigenes Projekt für die Aussage oder für diese Aktion, die da durchgeführt werden soll. Ja, dann gibt es natürlich noch Kombinationen zu dem Ganzen. Also wie kann ich so ein Hijacking machen? Da braucht man dann zum Beispiel auch andere Infektionsmethoden, wie zum Beispiel ein Domain-Takeover, um damit dann über die Authentifikations- und Autorisationsmechanismen eben den Zugriff zu erlangen, um dann das Projekt zu übernehmen. Dazu habe ich ein dediziertes Video, also zum Domain- oder Subdomain-Takeover. Und so sieht man dann, dass verschiedenste Infektionsmethoden eben für unterschiedliche Schritte des gesamten Projekts oder der Übernahme von bestimmten Open-Source-Projekten dann genutzt wird. Das war es jetzt auch schon wieder. Ist ja ein Security Short und dementsprechend war es mir eine Freude, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch bitte einen Daumen hoch. Und falls noch nicht geschehen, abonniere meinen Kanal bitte. So, und ansonsten kann ich nur sagen, es gibt verschiedene Security Shorts auf meinem Kanal. Da werde ich verschiedene Infektionsmethoden durchgehen. Und ja, wenn dich das Thema interessiert, dann schau doch da nochmal ein bisschen nach. Wenn du allerdings eine Frage zu einem bestimmten Thema hast und du willst da einen Security Short zum Beispiel drüber haben, dann schreib es doch bitte runter in die Kommentare, sodass wir da entweder in Dialog treten können und ich dir schon das andere Video, was ich vielleicht schon gemacht habe, geben kann oder zeigen kann, oder aber es dann schlicht und ergreifend auf meine To-Do-Liste kommt. So, und ansonsten könnte ich nur sagen, zu welcher Tages- und Nachtzeit du das anschaust. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Resttag. Ich werde noch ein bisschen hier durch die Berge stromern und ansonsten, ja, bleib gesund, hab Spaß und wir sehen uns.